Hallo, ich bin Christian. Schön, dass ihr wieder bei mir seid. Heute gibt es etwas richtig, richtig Leckeres, etwas sehr Einfaches, etwas nicht sehr Aufwendiges. Ich mache heute ein Bockbier-Gulasch. Etwas richtig Deftiges, Herzhaftes. Mit wenig Zutaten, aber guten Zutaten. Wollt ihr sehen, wie ich es gemacht habe? Ich zeige es euch. Für das deftige Bockbier-Gulasch brauchen wir natürlich erstmal Gulasch. Ein Kilogramm vom Rind, wie immer vom Metzger meines Vertrauens, von der Landfleischerei Volle. Dazu ungefähr 150 Gramm schönen, durchwachsenen, geräucherten Speck. 4 Zwiebeln, ungefähr 500 Gramm, die werden fein gehackt. Bockbier brauchen wir natürlich eine Flasche. Wir brauchen Rinderfond, ein Glas, Ahornsirup, braune Butter, bisschen Senf, bisschen Balsamicoessig, Öl zum Anbraten, Tomatenmark, Thymianzweige ein paar Stück, 2 Lorbeerblätter, Pfeffer, Salz und 2 Sternanis. Das ist eigentlich schon alles. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer in dem PDF-File zum Ausdrucken für eure Sammlung. Ich lege jetzt los. Am Start habe ich wieder mein FD 4,5. Da kommt ein bisschen Öl rein, Rapsöl. Das lasse ich schön heiß werden. So, da hinein kommt portionsweise unser Fleisch. Nicht alles auf einmal, dann kühlt der Topf zu schnell ab. Wichtig ist, jetzt nicht den Rumrühren, sondern dem Fleisch Zeit geben, dass es Farbe annimmt. Wenn ich jetzt drin rumrühren würde, würde Wasser austreten und dann kocht es nur noch und dreht nicht scharf an. Das Fleisch selber ist noch nicht gesalzt und auch noch nicht gepfeffert. Ich finde, das Fleisch sieht schon gar nicht schlecht aus von der Farbe her. Eine richtig schöne dunkelrote Färbung. Das ist kein Biofleisch, das ist halt nur aus kontrollierter Züchtung. So, mal schauen, wie es aussieht von drunter. Ja, so gefällt mir das. Wir sehen, dass wir die anderen Seiten auch schön anbraten. So soll es aussehen. Leute, Leute, wenn ihr wüsstet, wie das duftet. Und hier ist nichts anderes drin als Fleisch. Das reicht mir so. Ja, sieht doch gar nicht schlecht aus. Und raus damit. Und das nächste kommt rein. Und wieder Farbe ziehen lassen. Das wiederhole ich jetzt so lange, bis das ganze Fleisch scharf angebraten ist. Auch das reicht mir. Aus. Und das restliche Fleisch. So, das letzte Fleisch kommt jetzt auch raus. So, die Hitze nehme ich jetzt ein bisschen runter. Jetzt werden die Zwiebeln angeschwitzt. Aufpassen, dass nichts anbrennt. Denn der Topf ist jetzt noch richtig knallheiß vom scharfen Anbraten des Fleisches. Also am besten mit dem Löffel im Topf bleiben. Leute, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Mit der Flüssigkeit der Zwiebeln löse ich schon den Bodenansatz. Und ihr seht, der Topf ist so gut wie sauber. Das gibt alles Geschmack. Wenn die Zwiebeln so aussehen, wie sie aussehen, kommt mein Speck hinzu. Und gleichzeitig auch schon Tomatenmark. 1, 2, 3. Ungefähr 3 Esslöffel. Kommt auf den Schnaps gar nicht drauf an. Und wie ihr wisst ja,
bisschen Flüssigkeit dazu, dann verteilt sich auch das Tomatenmark besser. Also ein bisschen Rinderfond. So, warum habe ich den durchwachsenen Speck so spät dazu getan? Ganz einfach, ich will nicht kross braten, dann beiße ich hinterher auf was Hartes, das möchte ich nicht. Zu dem jetzigen Zeitpunkt ist so viel Flüssigkeit drin, mit dem Tomatenmark zusammen und dem Rinderfond, dass der Schinken eigentlich nur gart. Und genau das möchte ich haben, denn dann habe ich den größten Geschmack. So, die Flüssigkeit verdampft man jetzt wieder und das Spielchen kennt ihr ja schon. Wenn es anfängt zu knistern, kommt wieder Flüssigkeit dazu. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, der Ton wird wieder etwas höher und lauter. Wieder ein bisschen angießen. Verteilen. Und verdampfen lassen, bis wieder sich neue Röstaromen bilden. So gefällt mir das. Ein letztes Mal angießen. Und wieder einreduzieren. Leute, das duftet einfach irre. Das Fleisch kommt zurück mit dem Fleischsaft. Ein Rinderfond kommt hinzu, der Rest. Mein Bier. Mal verteilen. Mal schauen, wie viel wir brauchen. Ja, da geht noch was. Ich liebe ja Soße. Ein Esslöffel Senf kommt dazu, schön scharfen. Ein guter Schuss Sirup, Ahornsirup. Das reicht. Ein Schuss Essig. Das sollte auch reichen. Salz kommt hinzu. Erstmal die Hälfte. Pfeffer. Auch erstmal die Hälfte. Sternanis. Meine Lorbeerblätter. Das Ganze vermenge ich jetzt. Jetzt noch den Thymian. Mir ein bisschen unterdrücken. Die habe ich deshalb am Stiel gelassen, damit ich sie sehr gut rauswischen kann. Das Ganze jetzt zum Kochen bringen. Je nach falscher Fleischqualität würde ich sagen eine Stunde, anderthalb bei mittlerer Hitze. Wenn wir soweit sind, hole ich euch wieder dazu. Anderthalb Stunden Kochzeit sind rum. Nun bin ich gespannt. Duften tut es klasse, richtig gut. Die Konsistenz der Soße gefällt mir auch. Mal schauen, wie der Geschmack ist. Schon nicht schlecht, da geht aber noch mehr. Bisschen mehr Salz. Bisschen mehr Pfeffer. Und jetzt kommt meine Geheimwaffe. Meine selbstgemachte braune Butter. Ungefähr ein Esslöffel. Das hebt den Geschmack nochmal in ganz anderen Dimensionen. Der ist nämlich dafür verantwortlich für den sogenannten Umami-Geschmack. Eben auflösen lassen.
Jetzt noch mal probieren. Wow, alter Schwede. Wahnsinn, Wahnsinn, was diese braune Butter bewirkt. Es ist einfach richtig, richtig klasse. Ein ganz anderes Niveau, ein ganz anderes Geschmacksniveau. Kochen kann so einfach sein. Jetzt wird das Ganze mal probiert. Dazu fülle ich ein bisschen in meine Schale. Aussehen ist eins, Geschmack ist was anderes. Schlecht aussehen tut es nicht. Jetzt bin ich noch mal gespannt, wie es schmeckt. In Summe gesehen. Sehr zart das Fleisch. Der Bacon bzw. der durchwachsene Speck, ist ja kein Bacon, zergeht auf der Zunge. Die Soße hat eine wunderbare Konsistenz. Fleisch zerfällt. Das ist ein Gericht mit Gelinggarantie. Kommen wir zum Fazit. Fazit, alter Schwede, was soll ich sagen? Das meiste habt ihr schon mitgekriegt, gerade beim Verkosten. Eine richtig runde, ehrliche, einfache Sache. Ein richtig leckeres, bodenständiges Rezept. Nichts Abgehobenes mit wenig Zutaten, aber gute Zutaten. Gute Zutaten heißt in dem Falle nicht abgehobene Zutaten, auch nicht teure Zutaten im ganz normalen Preissegment, Preisniveau. Die Vorgehensweise hat dem Geschmack sehr viel zugetragen, so wie hinterher auch meine Geheimwaffe braune Butter. Das könnt ihr bei jedem Gericht verwenden, das hebt fast alles nochmal auf ein ganz anderes Niveau. Da spricht man vom sogenannten Umami-Geschmack. Das Fleisch war sehr zart, der Speck, der zerging auf der Zunge, eine richtig runde Soße dabei, es war einfach nur gut, richtig, richtig klasse. Das ist ein Rezept mit Gelinggarantie. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert mich. Gleich oben im Abspann kommt mein Logo. Wenn ihr da drauf klickt, könnt ihr mich automatisch abonnieren und es kostet nichts. Also in dem Sinne, Glück auf, euer Christian, bis demnächst.